Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Und es ist ein türkisfarbener Umschlag und der ist weit gereist aus Amerika von Papering Inc. Ich habe da direkt bestellt. Es gab zwei Möglichkeiten ja hier in Deutschland und wie gesagt, ich warte auf manche Sachen schon jetzt, was heißt warten, aber ein halbes Jahr und ich hatte zwischendurch schon mal überlegt, ob ich das nicht einfach mal ausprobiere, da direkt zu bestellen. Und habe gedacht, jetzt in den Ferien hast du Zeit, auch zum Zoll zu rennen. Machst du einfach. Dann hast du es da und dann hat die Seele endlich Ruhe. Und dann steht hier Auslagepauschale 6 Euro. Und hier steht dann, ich muss für Zoll 10,11 Euro bezahlen. Auslagepauschale 6, 16,11 Euro. Dafür brauche ich aber nicht zum Zollamt, sondern habe das direkt bei mir hier von der Einpoststation abgeholt. Und ihr seht, es ist noch zu. Und wir machen das jetzt einfach mal zusammen auf. Ja, und da habe ich ein bisschen mehr bestellt, sodass ich, oh mein Gott, sodass ich das Porto, das waren glaube ich 20 Euro, 20 Dollar, irgendwie sowas. Und dass sich das lohnt, habe ich mir gedacht, ich bestelle dann wirklich das, was ich auch haben möchte. Das hier habe ich nicht bestellt, das sind Goodies. Das finde ich ja mega schön. Diese kann man auf jeden Fall für alles gebrauchen. Oh, sind die schön. Da freue ich mich drauf, die zu verwenden. Die sind auch sehr schön. Und das sind Blätter. Für Herbst passt das doch auch ganz wunderbar. Sehr schön, holographisch. Ach, super. Vielen Dank. Also da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, die Möwen gab es nicht. Die sind bis August selbst im Shop bei denen selber vom Hersteller noch nicht lieferbar, aber dann wird es halt mal ohne Möwen gehen, ne? Das möchte ich aber schon seit letztem Jahr irgendwie mal mir organisieren, aber vielleicht habe ich da mal die Möglichkeit bei Mannys Bastelshop dann, wenn sie bestellt und wenn es denn da ist, dass ich das dann von da mir besorge. Okay, jetzt zeige ich euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Die haben echt schöne neue Sachen rausgebracht und ja, es ist Tiger und Leoparden. Drei Leoparden, drei Tiger. Dschungelmäßig. Ich wusste gar nicht, dass die so viel rumhangeln, aber hier ist einer am Blatt. Hooks, Happy Birthday, Hello und Thanks kann man sehr gut und sehr viel verwenden. Das ist das Set, was ich unbedingt haben wollte, weil ich habe gar kein Stempelset mit Schwäne und die finde ich echt knuffig. Die Frösche sind auch echt herzallerliebst. Das finde ich auch super schön. Also mit den Schwänen vier Stück sind alle traumhaft. Ne? Libellen noch dazu, zwei. Pompesen habe ich schon von Gerda Steiner Designs ein Set. Und die Frösche sind ja auch herzallerliebst, oder? Der guckt so schön betüdelt und der sieht ein bisschen dicker aus. Gefällt mir auch sehr. Dschungeltiere habe ich auch noch kein Set. Und also die beiden sind ja auch cool. Nashorn habe ich nicht, Elefanten habe ich, aber Zebra habe ich nicht. Und Löwen habe ich, glaube ich, auch von Clearly. Aber total süß, oder? Happy Birthday in Großbuchstaben, endlich mal. Habe ich nämlich auch noch nicht in meinem Sortiment. Und die sind auch ein Affe, ein Tiger, ein Leopard, Löwe und eine Giraffe. Auch sehr schön. Mal gucken, wann wir dann die erste Happy Birthday Karte mitmachen. Das Eulenset wollte ich letztes Jahr im Herbst, glaube ich, habe ich das entdeckt gehabt oder im Sommer. Und da gab es das nicht. Und da habe ich gedacht, die müssen unbedingt mal her. Hier ist eine Weihnachtsmütze, eine Partymütze, zur bestandenen Prüfung so eine Mütze. Und keine Ahnung, für Silvester. Ich weiß nicht, für Silvester kann man auch das nehmen. 2, 4, 6, 12 tolle Eulen. Ich finde, die haben so richtig schönen Charakter. Passen perfekt auf Dekobriefmarken zum Beispiel. Auch als Sticker finde ich die ganz cool. Ja, ich schau mal. Also da freue ich mich richtig drauf, die auszuprobieren. Das Set gab es mal bei Mannys Bastelshop. Aber da habe ich noch gedacht, ach, brauchst du nicht. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn du sowieso bestellst und recht viel Porto bezahlst, dann nimmst du auch das mit, was du wirklich haben möchtest, was dir noch fehlt im Sortiment. Es fehlen noch einige, aber die sind da nicht so, ist da noch nicht so meins. Aber da habe ich gedacht, das nimmst du jetzt mit, weil diese kleinen passen auch ganz wunderbar
auf Dekobriefmarken oder auf andere kleine Sachen, die ich vielleicht noch als Idee bekomme. Das musste mit dazu. Das gibt es auch schon länger, die kleinen Geister. Die gab es auch letztes Jahr schon. Das ist auch so süß. Dann kann ich den mit dem zum Beispiel zusammenpacken und mit nachtleuchtendem Embossingpulver, fällt mir spontan ein, könnte ich das dann so machen. Und ach, herrlich, Halloween, es kommt auch wieder schneller, als man gucken kann. So, jetzt guckt euch mal diesen witzigen kleinen Affen an. Es gibt ein Set von Papering Inc. mit Affen, aber anders. Und das Set musst du natürlich auch mit. Das ist zuckersüß. Ich überlege gerade, was der da in der Hand hat. Ach so, der hält sich mit Zweien fest. Das ist nur so. Und dann hat er sein Geschenk. Und das passt dann ja ganz wunderbar an diese Liane. Da passt er doch ganz gut dran. Ja. Dann haben wir hier zwei kleine Papageien. Und ein paar Blätter. Und dann gucke ich immer. Ich gucke mir immer an, wie ich das am besten koloriere. Wenn ich beim Designerteam schaue, was die so gemacht haben. Da hole ich mir immer Inspiration und gucke mal, welche Farbkombination vielleicht ganz gut aussieht. Manchmal gefällt mir auch gar nichts und dann muss ich mir selber was überlegen und das mache ich auch gerne. Ihr wisst, dass ich auf kleine Schweinchen stehe und das Set stand ganz oben auf meiner Liste. Das musste unbedingt mit. Das und das Schwanenset, das war der Anlass, warum ich gesagt habe, komm und jetzt ziehst du es einfach mal durch. Seit Monaten schlawiner ich da rum und dann habe ich gedacht, jetzt wird es aber Zeit. Donuts passen auch immer. Das ist wohl so eine Wunderkerze. Das ist ja ganz toll, weil ich habe Wunderkerzen, da habe ich noch eine Idee mit. Dann kann man das nämlich miteinander kombinieren. Hervorragend. Und das passt wahrscheinlich auf diesen Donut drauf, dass man da noch Streusel drauf machen kann. Ach, ist das schön. Das Set, da werdet ihr wahrscheinlich denken, oh, schon wieder was von Papering Inc. Aber da müsst ihr jetzt durch. Das Set gab es wohl auch schon letztes Jahr oder... Ich weiß nicht, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Letztes Jahr auf jeden Fall. Dieses Jahr ist es für mich erst aktuell geworden. Die Palme sieht wunderschön koloriert, illustriert aus, finde ich. Und da gibt es so ein, zwei Beiträge vom Designerteam mit den Hängematten. Traumhaft. Und die beiden großen Sprüche gefallen mir richtig gut. Kleine Muscheln. Ich weiß nicht, ach, Kokosnuss soll das sein. Und Faultier, Flamingo, Affe und Koala. Hervorragend. Also ich habe ja noch ein paar Sets, die ich noch nicht mal vom letzten Jahr alle benutzt habe. Aber das muss jetzt mal langsam erste Priorität haben. Und ihr wisst ja, wenn ich was damit gestalte, müssen da auch jeweils immer ETC-Karten mit dazu. Ich habe mir schon wieder was anderes ausprobiert, was Neues, womit ich besondere Stempelsets ernten kann. Und das zeige ich euch bestimmt demnächst. Dann fehlt noch ein bisschen, brauche ich noch ein bisschen Vorlaufzeit, weil ich erst eine Sache da fertig gemacht habe. Da müssen noch ein paar Sachen mehr ran. Ja. Ach, ist das schön. Streicheware. Und ich freue mich drauf. Ich weiß noch gar nicht, welches Set ich zuerst benutze. Für Sommer müsste ich eigentlich ja das verwenden. Für Herbst könnte ich diese drei Sachen benutzen. Aber haben wollte ich unbedingt die beiden. Oh, ihr werdet es sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und die nächsten Wochen werden wieder ein bisschen Papering Ink lastig, ne? Ich liebe ja auch die Herbstkollektion mit den Waschbären und mit den Füchsen. Und das Eichhörnchen-Set hatte ich mir jetzt zu Weihnachten letztes Jahr, also neu bei Manny's geholt. Da hatte ich mir ja nochmal einen Schwung nachbestellt. Müsstet ihr irgendwo im Video sehen, hier auf dem Kanal. Da gibt es ein Video zu. Und da habe ich auch noch so viele Sets, die ich noch gar nicht so richtig verwendet habe. Also da muss ich auch auf jeden Fall nochmal ran. Ja, ach, da freue ich mich drauf. Austoben mit Papering Inc. Und ihr seid dabei. So, ihr Lieben, dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr meine Bestellung in der USA bei Papering Inc. Die hat jetzt nicht mal 14 Tage gedauert. Cool, oder? Ich habe wann habe ich bestellt? Die hat jetzt genau 12 Tage gedauert. Und das, finde ich, ist absolut in Ordnung. Braucht nicht zum Zoll. Bin begeistert. Kann so weitergehen. Nein, erstmal wird nicht bestellt. Ich muss die Sachen jetzt erstmal verwenden. 2, 4, 6, 8, 10 neue Sets. Letztes Mal hatte ich mir, glaube ich, 20 geholt. Und die müssen auch alle noch verwendet werden. Also, freut euch drauf. Ich freue mich sehr, alles zu verwenden, alles auszuprobieren, neue Ideen zu entwickeln. Und ihr seid damit dabei. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.